Seit langer Zeit wird uns vorgeworfen, also eigentlich seit der Gründung der Piratenpartei, dass uns große Lücken bei den besonders wichtigen Themen im Grundsatzprogramm, dass wir große Lücken im Grundsatzprogramm bei den wichtigen Themen haben. Jetzt haben sich einige Menschen Gedanken gemacht über Wirtschaft. Ein paar davon darf ich hier begrüßen, vor allem die Menschen aus Berlin. Das sind einmal Cornelia Otto, Jürgen Nowak, dann darf ich Laura Dornheim und Jan Hemme begrüßen. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. So, alle vier, der Thomas ist auch zusätzlich gekommen, dazu sagt gleich Thomas, alle vier haben Anträge für das Grundsatzprogramm zum Thema Wirtschaft gestellt, die auf dem Bundesparteitag gesprochen werden sollen. Ich werde gleich die Antragsteller darum bitten, ihre Anträge kurz vorzustellen. Dabei werde ich versuchen, das haben wir auch besprochen. Wir möchten gerne auf die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der Anträge eingehen. Also nicht direkt explizit auf jeden Antrag. Ihr solltet die alle gelesen haben, wenn ihr hier seid, damit ihr mitdenken und reden könnt. Also der Schwerpunkt liegt auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden, damit ihr euch nachher ein Bild machen könnt, welchen präferiere ich, welchen lehne ich eher ab, was ist meine Einstellung zu den Anträgen. So, Cornelia, du hast gemeinsam mit Franz Josef für den Squad Finanzen und Wirtschaft einen Antrag eingereicht. Ich habe bisher die Präambel nur gelesen, das haben wir gerade schon geklärt. Die Präambel hatte vier knappe Absätze. Was sollte danach kommen? Du hast es mir gerade schon erklärt. Da kommen Modulanträge. Magst du einmal erklären, wieso genau ihr das in der Form gestaltet, was die Schwerpunkte eurer Anträge sind und was deinen Antrag, euren Antrag von den anderen Anträgen unterscheidet, was das Besondere ist? Wir müssen uns alle heute relativ kurz fassen und darum bitte ich dich jetzt und bitte seht es mir nach, wenn ich euch unterbreche. Nein, alles gut. Machen wir genau so. Wir haben insgesamt jetzt 8 Anträge für das Grundsatzprogramm eingekippt in die Antragsfabrik und ins Antragsportal. Unsere Idee war, das Ganze modular aufzubauen. Eigentlich fangen wir jetzt mit den Unterschieden an, aber das ist auch ganz vielleicht mal was anderes. Also wir haben nicht ein einziges Grundsatzprogramm runtergeschrieben, wie jetzt Laura oder Jan oder auch Jürgen, sondern wir hatten die Idee, wir wollen das modular machen. Wir wollen dann mit diesen Modulen auch anderen die Möglichkeit geben, in ihren Kernkompetenzen Module beizusteuern und sozusagen auch Konkurrenzanträge zu einzelnen Modulen zu ermöglichen, sodass man, wenn man einen einzigen Programmpunkt ablehnt, also einen Teilprogrammpunkt, dass nicht alles abgelehnt werden muss. Und letztendlich haben wir uns auf die Themen konzentriert, die uns besonders am Herzen liegen. Wir haben einmal natürlich die Präambel, die jetzt hier auch von Eleanor schon vorgestellt wurde. Die ist ja relativ knapp. Wir haben dann noch Anträge mit dem Finanzen, Haushalt, Steuern Squad zusammen zur Transparenz der Vergabe öffentlicher Aufträge, Transparenz der Kosten bei privaten Rentenversicherungen, das ist aber ein Wahlprogrammpunkt. Dann Wirtschaft, Wissenschaft und Lehre, dass sozusagen Wissenschaft und Lehre und Bildung als Teil des Wirtschaftsprogramms mit einbezogen wird. Dann haben wir verschiedene Anträge, die zwar auch mit Wirtschaft sehr eng verknüpft sind, aber eher in den Bereich Arbeit und Soziales gehen, nämlich Bekenntnis zum solidarischen und verteilungsgerechten Sozialstaat, die Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung statt Förderung privater Rentenversicherungen, dann Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe, elternfreundliche Betriebe und Unternehmen, Stärkung der Binnenwirtschaft durch an Produktivität und Preissteigerung orientierte Reallohnzuwächse und flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn. Das sind unsere Ideen, die uns besonders am Herzen liegen. Letztendlich ergibt sich das jetzt so, dass das tatsächlich diese Module eine Ergänzung zu den Sachen sind, die Jan und Laura gemacht haben und Jürgen. Insofern sind das vielleicht gar nicht mal so sehr Konkurrenz, sondern eher zusätzliche Anträge. Unsere Grundidee war, wie gesagt, modular das zu gestalten, sodass jeder seine Kernkompetenzen einbringen kann. Und Thomas hat, glaube ich, auch einen Antrag mit reingebracht, der theoretisch auch als so ein Modul funktionieren könnte, nämlich zum Thema Finanzen und Steuern, aber ich habe es jetzt gerade leider nicht mehr genau auf dem Schirm. Danke, Nene. Jürgen, der nächste Antrag ist von dir, Rainer und Heiko, wenn ich das richtig sehe.
Ihr sprecht zu 5 Punkten, dem Menschenbild, der kooperativen Marktwirtschaft, der Daseinsvorsorge, der Sozialpolitik und der europäischen Wirtschafts- und Finanzpolitik. Warum genau diese 5 Punkte? Und ihr gebt am Ende in eurem Grundsatzprogrammantrag ein klares Statement zur Euro-Krise ab, indem ihr sagt, dass notleidende Länder billige Kredite bekommen müssen. Und so klar formuliert es niemand zur Euro-Krise im Grundsatzprogramm. Warum tut ihr das? Warum gehört das genau an diese Stelle, deiner Meinung nach? Ja, ist ein Antrag von 3 Piraten aus Reinickendorf. Der Rainer ist auch hier anwesend, der Heiko nicht. Wir müssen unterscheiden zwischen Grundsatzprogramm und Wahlprogramm. Das heißt, ein Grundsatzprogramm sollte kurz und knapp sein. Das liest nicht der Bürger, Bürgerin, aber es liest vielleicht ein paar Journalisten. Soll Leitlinie geben. Also wo geht die Richtung hin? Unser Ausgangspunkt war A, die Alleinvertretungsmerkmale der Piraten, Transparenz, Teilhabe und Grundrechte des Einzelnen. Daraus haben wir angefangen mit einem Menschenbild. Wirtschaft kommt auch nicht ohne ein Stückchen Ethik aus und sind darauf gekommen auf das Stichwort Menschenwürde, also Artikel 1. Da können wir uns nämlich sehr konkret, ich habe also nichts gegen humanistisches Menschenbild, aber es ist humanistisches Menschenbild, was ist christliches Menschenbild, da können wir stundenlang uns auch streiten, weil nämlich das Bundesverfassungsgericht inzwischen viele Urteile macht und am 9. Februar 1910 haben sie ein sehr wegweisendes Urteil gesprochen zum Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Da ging es also um eine Klage über Hartz IV, ist das hoch genug oder nicht, und haben klar abgeleitet aus dem Artikel 1 in Kombination mit Artikel 20 des Grundgesetzes, also Sozialstaatsgebot, dass hier mehr sein muss, ein Mensch. Und zwar nicht nur definiert als Existenzminimum mit Geld, sondern das ist fast piraterisch formuliert, ich könnte es jetzt vorlesen aus dem Urteil, habe es also bei mir in einem Buch, Teilhabe der Bürger. Also das heißt nicht nur, deshalb die ganzen blöden Gutscheine da von der Leine, also auch an Bildung teilnehmen, an Sport, an Kultur. Das heißt also, wir knüpfen an, mit Menschenwürdigkeit können wir uns sehr, Würdigkeit, sehr berufen darauf. Das ist eins. Zweiter Punkt, wir sagen, okay, Marktwirtschaft, gut, da kann man lange Diskussionen, wie das alles historisch entstanden ist, will ich da nicht von Röpken, Eucken und Müller-Amerika alles den ganzen Krempel erzählen, sondern wir sagen Wettbewerb, aber auch kooperativ, also Netzwerke. Der dritte Punkt, der in keinem Antrag drin ist, soweit ist ein kleiner Unterschied, es gibt auch Gemeinwesenökonomie, Gemeinwohlökonomie, solidarische Ökonomie oder soziale Ökonomie. Das heißt also, es gibt drei Sektoren. Es gibt A, den Staat, Daseinsvorsorge, ist klar, da sind wir uns weitgehend alle einig, dass der Staat für gewisse Dinge sorgen muss, für die Lebensmittel zum Überleben, aber auch den Sektor. Und europäisch ist klar, wir müssen Europa reinbringen. Es lässt sich heute nicht mehr Wirtschaftspolitik in Nationalstaaten machen. Wir brauchen eine europäische Wirtschafts- und Finanzregierung oder Ministerium. Und dazu gehört auch, dass man den Euro anspricht. Und wenn wir als Exportweltmeister auf Kosten der übrigen EU-Länder weitgehend leben, die Industrie schweigt, die sagt, Euro, klar, müssen wir retten. Das sagen nicht nur die Banken, sondern auch die Industrie. Die sagt, pst, denn wir verdienen unsere Arbeitsplätze, unser Einkommen der Abhängigkeit werden durch den Export gesichert. Also müssen wir auch sagen, okay, ob wir nun einzelne Euro-Bonds machen oder mehr über Draghi, Zentralbanken, da können wir nur noch streiten darüber, was besser ist. Aber wir müssen uns unabhängig machen von den Finanzmärkten. Ein Quatsch, dass wieder jetzt bei Spanien die Ratingagenturen, diese blöden amerikanischen Ratingagenturen sagen, okay, ihr seid nicht kreditwürdig. Wir können das Geld selber schaffen. Das ist unsere Macht, das zu machen. Danke, Jürgen. Laura, der Antrag von dir, Alexander, André und Nico macht einen Rundumschlag um eine Menge Themen, die mit Wirtschaft zu tun haben. Ein Schwerpunkt liegt hier nach der Formulierung auf den Punkten Arbeitsmarkt und Staat und Wirtschaft. Wie vertragen sich die Anträge mit anderen Bereichen, die ins Grundsatzprogramm kommen könnten, gehören, zum Beispiel der Umweltpolitik oder der Europapolitik? Läuft das hier genauso wie in Europa, sodass die Wirtschaft alles dominiert und einfach mitregelt? Oder wie habt ihr euch das gedacht? Was ist das Besondere an eurem Antrag? Das ist ein bisschen gemein, du stellst irgendwie immer so 4 Fragen auf einmal und musst dann in einem Schwung alles beantworten. Also ich versuch's mal. Ich glaube, deine leicht polemische Frage, ob das wie in Europa ist, du meinst, dass momentan in Europa zu sehr wirtschaftspolitische Interessen dominieren, verstehe ich das richtig? Genau, und das ist genau der Ansatz,
an dem wir mit unserem Antrag ansetzen wollen. Der größte Punkt tatsächlich ist in unserem Antrag das Kapitel Wirtschaft und Staat mit irgendwie 8 Unterpunkten, wo wir eben genau sagen, es kann nicht sein, dass Wirtschaft irgendwie die Politik dominiert, sondern es muss genau umgekehrt sein. Politik muss den Rahmen setzen und im Zweifelsfall auch mal eingreifen, wenn es eben auf möglichst freien Märkten nicht so läuft, wie es laufen soll und eben nicht sozial läuft. Also das ist, glaube ich, da haben wir tatsächlich den Schwerpunkt gelegt, zu sagen, wir brauchen wieder eine stärkere Wirtschaftspolitik, die eben nicht Politik für die Wirtschaft macht, sondern Politik macht, um Wirtschaft zu regeln, aber auch zu reglementieren. Natürlich auch eine Grundlage zu schaffen, dass Wirtschaft gedeihen und florieren kann. Wirtschaft kann nicht unendlich wachsen, das ist irgendwie totaler Quatsch, das haben wir auch reingeschrieben. Aber Politik und Staat sind dazu da, eben diese Grundlagen zu schaffen und im Zweifelsfall auch mal zu sagen, was eben nicht geht. Deswegen haben wir da so ein großes Kapitel. Ich versuche mich in deine Fragen zu erinnern. Was unterscheidet uns von anderen Anträgen? Ich glaube tatsächlich ist es vor allem die Flughöhe. Wir haben eben gesagt, wir wollen in unserem Grundsatzprogramm alle wirtschaftspolitisch relevanten Themen einmal kurz ansprechen. Deswegen ist es natürlich ein relativ umfangreicher Antrag. Deswegen haben wir auch uns dagegen entschieden, das modular zu machen, weil wir wichtig fanden, dass es aus einem Guss ist. Wir haben uns sehr viel andere wirtschaftspolitische Programme angeguckt und überlegt, was wollen wir anders machen und wo gibt es vielleicht auch irgendwie sinnvollen Input und sind eben auf diese Gliederung dann gekommen. Wir haben uns natürlich nicht nur andere Sachen angeguckt, sondern auch alles, was es zu internen Ergebnissen gab, gerade auch von AGs wie der AG Europa, aber natürlich auch von allen AGs, die irgendwie wirtschaftspolitisch arbeiten, sodass wir da natürlich alles haben einfließen lassen, was es bis dato gab. Ich weiß zum Beispiel von der AG Europa, dass sie irgendwie diesen Mini-Absatz, den wir da drin haben, dass der bei Ihnen auf große Zustimmung trifft. Es gab ja auch, als der Antrag im Liquid war, sehr viele Anregungen von anderen AGs, die wir natürlich irgendwie möglichst viel berücksichtigt haben. Von daher denke ich nicht, dass wir da irgendwo, dass es da irgendwo Unstimmigkeiten gibt, wenn dann unterschiedliche Anträge beschlossen werden. Vor allem, ich habe gerade Flughöhe angesprochen, wir sind natürlich auf einer Ebene, wo wir irgendwie fast alle Themen ansprechen, wir tun es aber immer noch auf einem Niveau, wo keine Details geregelt sind, sondern eigentlich fassen wir in den allermeisten Punkten die Grundsätze, die es in unserem Programm oder irgendeinem anderen Art Konsens schon gibt, einfach nur kurz zusammen. Ja. Danke. Der letzte Antrag, der hier vorgestellt wird, ist von Jan, Thomas, Dennis und Maha, wenn ich das richtig sehe. Es geht dort um wirtschaftspolitische Ordnungsrahmen, Weichenstellungen, prozesspolitische Eingriffe, was heißt es? Und euer Antrag liest sich irgendwie anders. Warum ist das so? Und wo siehst du die Besonderheiten? Also unser Antrag ist erstmal kein Rundumschlag. Also Nene meinte ja am Anfang, es wäre ein Rundumschlag. Es ist eben nicht, es ist kein Rundumschlag, es ist eigentlich eine verlängerte Präambel. Denn was uns gefehlt hat in der Diskussion um Wirtschaft und auch bei den anderen Anträgen, und deswegen haben wir diesen Antrag geschrieben, war vor allen Dingen, dass diese Anträge sehr schön sind, dass sie aber eigentlich eher Anträge fürs Wahlprogramm sind. Denn eine Sache muss uns mehr bewusst sein. Wir haben zwei Programme. Wir haben das Wahlprogramm, das erreicht in erster Linie die Leute draußen. Die sollen das lesen und das verstehen. Das Grundsatzprogramm sollen die natürlich auch lesen, da hindern wir sie nicht dran, das sollen sie gerne tun. Aber das Grundsatzprogramm hat eigentlich primär eine andere Funktion, nämlich es dient dazu, zur parteiinternen Selbstvergewisserung. Wo stehen wir? Daraus leiten wir bestimmte Entscheidungen ab, auch unsere Mandatsträger. Daraus leiten wir weiterführende Ausführungen ab. Und deswegen sind wir der Meinung, dass wir erstmal grundsätzlich die Wirtschaftsfragen klären müssen. Die anderen Anträge gehen uns schon zu sehr ins Detail. Die regeln schon Details, bevor wir uns da überhaupt klar geworden sind. Zum Beispiel, wie sehen wir grundsätzlich die Frage des Eigentums? Wie sehen wir grundsätzlich die ordnungspolitische Aufgabe des Staates? Das sind Fragen, die bei den anderen zwar auch mal auftauchen, aber immer konkret an der spezifischen Fragestellung, sei es Sozialpolitik, sei es Europapolitik. Und wir meinen, dass wir eine längere Präambel brauchen, in der die klassischen drei Bereiche der Wirtschaftspolitik überhaupt erstmal abgearbeitet werden. Das sind Ordnungspolitik, also die Frage Eigentum zum Beispiel, Besteuerung. Grundsätzlich haben wir ein positives Bild von Steuern. Also die FDP würde natürlich sagen, nein, Steuern sind schlecht, aber man braucht sie manchmal. Ich bin der Meinung,
und meine Mitantragsteller auch, dass Steuern grundsätzlich noch was Gutes sind, weil sie den Staat in die Lage versetzen, Aufgaben wahrzunehmen und auch zu einem gewissen Grad umzuverteilen. Also wir haben ein positives Steuerbild. Daraus leiten sich natürlich noch wieder ganz andere Sachen ab später. Und wir meinen, wir sollten diese Fragen grundsätzlich klären und im Nachgang dann, vor allem mit allen Leuten, die daran arbeiten wollen, und das ist auch ein sehr gutes Zeichen gewesen, dass A, dieser Antrag die Mehrheit im Liquid Feedback bekommen hat, und wir feiern das bewusst nicht als Sieg, das ist kein Sieg, das ist kein Sieg über andere Anträge, sondern es ist der Auftrag für uns, gemeinsam mit den anderen Antragstellern an einer vernünftigen Ausformulierung dann zu arbeiten. Es geht hier nicht darum, einfach auf Teufel komm raus einen Wirtschaftsantrag reinzuschreiben, sondern er muss gut sein. Und der muss so gut sein, dass er auch von allen mitgetragen wird. Deswegen ist das der Auftrag, alle zusammen an einem Strang ziehen. Ja, darüber reden wir gleich noch, Jan. Ich möchte jetzt erst noch mal Thomas mit einbeziehen. Der Thomas hat selber keinen Antrag gestellt, hat aber relativ viele Unterstützer im Liquid, im Wirtschaftsbereich und hat auch die Piratorama-Diskussion mitgeführt. Deshalb ist er hier oben so ein bisschen meine Unterstützung und sowas ähnliches wie ja, vielleicht halbwegs objektiv. Thomas, wir haben jetzt in die Anträge kurz reingeschaut. Cornelius und Jürgens Anträge stellen klar, dass der Mensch im Vordergrund unserer Wirtschaftspolitik stehen soll. Laura und Jan beginnen mit dem Spannungsfeld von sozial und freiheitlich. Alle sind sich im Prinzip einig, dass großteils Monopole abgeschafft werden sollen, die Daseinsvorsorge zu sichern ist und jeder Mensch an der Gesellschaft teilhaben soll. Wo sind jetzt aber die konkreten Unterschiede zwischen diesen Anträgen? Gibt es die eigentlich richtig? Gibt es Widersprüche zwischen den Anträgen? Oder formuliert nur jede Gruppe einfach anders und regelt ihren Bereich? Ja, teils, teils würde ich sagen. Also es ist so, dass es auf jeden Fall Unterschiede gibt. Zum einen, es kam hier schon ein bisschen raus, dass der Umfang der Anträge beträchtlich voneinander abweicht. Und da ist es jetzt so, dass da häufig inhaltliche Unterschiede nicht ganz so stark sind, sondern dass dann die Anträge, die quasi eher sich an dem Kern entlanghangeln und den ausführen, in den weitergehenden Anträgen mit einbegriffen sind. Also das ist jetzt nicht so, dass es da gigantische Widersprüche gibt. Es gibt zwei sehr interessante Widersprüche, auf die komme ich gleich vielleicht. Ein anderer Punkt ist schon der, dass die Wortwahl deutlich voneinander abweicht. Und das mag jetzt erstmal nicht so wichtig erscheinen, aber wenn man sich das dann genau anguckt, dann sollte man das schon im Hinterkopf haben. Es ist jetzt so, dass Nenes Antrag und Jans Antrag, die benutzen häufig das, wir Piraten setzen uns für XY ein oder wir stehen für das und das und so weiter und so fort. Während in Lauras Antrag explizit an verschiedenen Stellen im Prinzip Versprechen abgegeben werden, in der Hinsicht, wir werden XY umsetzen. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine ganz andere Herangehensweise. Jetzt bei Jürgens Antrag, da ist es so, dass die Wortwahl auch meiner Meinung nach relativ polemisch ist tatsächlich, also dass so ein Gegensatz aufgemacht wird zu den anonymen Banken und Märkten und Spekulanten und kapitalistischer Profitlogik, die da als Widersacher ausgemacht wird und auch insofern eher so eine Kampfschrift quasi. Und dann gibt es halt eben zwei inhaltliche, sehr interessante Unterschiede meiner Meinung nach, und zwar ist es zum einen zwischen Jans und Lauras Antrag. Ich war mir bei Lauras Antrag nicht so sicher, aber du hast es jetzt nochmal betont, deswegen sage ich es jetzt auch dazu. Jans Antrag definiert explizit, was man für eine Vorstellung von Prozesspolitik hat. Das heißt, klar, Ordnungsrahmen und so weiter und so fort, aber wie sieht es aus, wann soll der Staat eingreifen grundsätzlich ins Marktgeschehen? Und da wird auch durchaus eine Palette genannt an Punkten, sodass man davon ausgehen kann, dass der Staat durchaus häufiger eingreifen soll. Und bei Lauras Antrag, da wird jetzt mehr darauf abgestellt, dass da also der Ordnungsrahmen sehr betont und notfalls, du hast es vorhin nochmal gesagt, notfalls soll der Staat auch mal eingreifen. Da kommt für mich jetzt erstmal ein ganz, also tatsächlich anderes Bild des Staates als Akteur im Wirtschaftsgeschehen raus. Und der zweite interessante Unterschied ist jetzt zwischen Jans Antrag und Jürgens Antrag. Jan betont explizit, dass die Preis- und Geldpolitik ausgewogen sein soll und sich an den Interessen der Sparerinnen orientieren soll, während Jürgens Antrag explizit fordert, dass die Notenbank an die anderen Euro-Länder oder europäischen Länder im Prinzip unbegrenzten Umfang niedrig verzinste Kredite vergeben soll. Und wenn man sich da über die Volumen anschaut, um die es geht, dann geht es nur mit einer
also wird diese Kredite werden darüber vergeben, dass, ich komme gleich zum Ende, Geld gedruckt wird und es kommt natürlich dann einher mit großer Inflation. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten weiter zu verfahren, je nachdem wie viele Fragen ihr selber dazu habt. Aus dem Publikum, möchtet ihr Fragen stellen oder sollen wir weiterreden? Gut, da sich jetzt niemand meldet, der unbedingt dringend eine Frage stellen möchte, gebe ich jetzt einfach mal den Menschen hier auf dem Podium die Möglichkeit, eine Frage, gut. Gebe ich jetzt erstmal den Menschen hier auf dem Podium die Möglichkeit, dazu Thomas Ausführungen Stellung zu nehmen. Ich fange mal mit dir an. Ja, danke. Also ich würde gerne auch nochmal zu dem Ganzen Stellung nehmen, weil unsere, wie gesagt, wir haben ja kein ganzes Programm geschrieben und genau das ist das, was Jan meinte und dass wir genau da ansetzen. Wir haben ja gesehen, was da ist und wir haben uns auf das konzentriert, was wir eben für wichtig halten, eben gerade diese Handelsüberschüsse zu reduzieren, die Binnenwirtschaft zu stärken, die sozialen Sicherungssysteme für die Menschen wieder zu stärken. In der Präambel haben wir auch, wie glaube ich jeder von uns, das Menschenbild festgelegt, dass wir den Menschen als ein kreatives und freies Wesen halt ansehen, dass dessen Würde geschützt werden muss um jeden Preis, auch um den Preis, dass eben die Effizienz in der Wirtschaft dann halt nicht gewährleistet ist. Und ich finde das schön, was Jan gesagt hat und ich denke, das ist auch der Weg, vielleicht können wir da auch in die Richtung gehen, auf die wir jetzt zusteuern, weil wir tatsächlich auch in Dialog getreten sind miteinander. Wir sitzen hier auch nicht als Konkurrenten, was ich ganz, ganz toll finde, sondern wir sind im Dialog miteinander und wir haben hier alle den Wunsch, ein Programm zu machen aus dem Ganzen, diese ganzen Ideen zusammenfließen zu lassen, um eben gemeinsam was zu erschaffen, was dann sozusagen auch nicht mehr so viel Kontroversen auslöst und möglicherweise die ein oder anderen Schwachpunkte beseitigen oder vielleicht das ein oder andere zusätzlich als Module hinzufügen. Wie Jan schon meinte, unsere Module sind Ergänzungen, die sind tatsächlich keine Standalone-Solution sozusagen, sondern Add-ons. Ja, nun kann man sich ja über Polemik, ob wir Krieg führt miteinander, das griechische Wort, also streiten, Kampfschrift, ich kämpfe für etwas, also soweit muss auch ein Parteiprogramm ein bisschen aggressiv sein. Natürlich kann man sich streiten, ob man das Profitlogik nennt oder nur Gewinnmaximierung. Ne? Gewinnmaximierung klingt harmlos und höflich, ne? Aber wenn man die Banken ansieht, was die weltweit machen, die Spekulanten, dann ist das einfach Profit und die amerikanische Hedgefonds und so weiter, die wollen einfach den Euro kaputt machen, das muss man mal klar sagen. Sie wollen keine Konkurrenz haben, sie haben genug Ärger in Zukunft mit China auf der anderen Seite vom Pazifik und wollen daher auf der Atlantikseite möglichst schwache Partner haben, die zwar im Einzelmann binden will, im Rahmen der NATO und so weiter, aber nicht wirtschaftlich stark sein. Also soweit ist klar, da können wir uns noch drüber streiten, ansonsten stimme ich auch dem Jan zu, nicht, dass wir also da Wahlprogramm sehr konkret für die Bürger, Bürgerin, für die Wählerin und das Programmgrundsatz muss kürzer und knapper sein. Also da, glaube ich, kommen wir uns dann schon sehr, sehr, sehr nahe, da uns vereinigen. Ja, Notenbank. Ich meine, da müssen wir jetzt, können wir grundsätzlich über die Schuldenfrage reden. Ich wollte mich vorhin schon melden. Schulden heißt, wenn ich 20% des Haushaltes des Bundes ungefähr knapp nur für Schuldenrückzahlung geben, fehlen mir 20% der Ausgaben für Bildung oder für Nahverkehr. Muss man erst mal sehen. Ne? Zweitens, Schulden heißt ja, andere Leute geben Kredite. Ich glaube, keiner von uns kann große Schuldverschreibung kaufen vom Bund. Das heißt, Schulden heißt, die Reichen werden immer reicher, die Ärmeren immer ärmer. Muss man klar sehen. Nur die Oberen können das Geld nehmen und kriegen, wie nach Karl Marx gesagt, ein arbeitsloses Einkommen, weil sie einfach dem Staat 4 Jahre Geld leihen. Also man muss man grundsätzlich über Schuldenfragen mal diskutieren. Schulden waren historisch nicht immer da. Man hat früher versucht, tendenziell einen ausländischen Haushalt zu haben. Im Kaiserreich, als der Erste Weltkrieg sagte, okay, Leute, ich muss den Krieg finanzieren, gibt man Kredite. Nur Keynes hat 1936 gesagt, okay, wenn ein als Konjunkturprogramm eben ein keine Vollbeschäftigung automatisch entsteht, der Markt regelt nichts automatisch, haben wir nur endlich mal gelernt seit der Weltwirtschaftskrise nicht, wie es früher war im 19. Jahrhundert bei den Klassikern, dann soll der Staat eingreifen. Er muss auch die Schulden, wie sie sagen, zurückzahlen, wenn es ihm gut geht. Das machen natürlich die Politiker nicht, weil sie Wahlgeschenke machen. Also insoweit müssen wir regeln, wie können wir in Zukunft und diese Drohung, ich meine klar, in Deutschland Rentenmarkt und deutscher D-Mark mit der Inflation. Es ist nicht sicher, dass es gleich eine riesige Inflation geben wird. Also da müssen wir vorsichtig sein, wenn die begrenzt die Notenbank auch Geld ausgibt, um den Ländern, Spanien, Griechenland für 1% Kredite geben mit Haushaltsauflagen und nicht 6-7% am Markt. Das ist einfach Irrsinn, dass dort andere Leute bereichern. Ja, wir wollen jetzt nicht ganz so in die Tiefe gehen.
Das schaffen wir nämlich gar nicht von der Zeit her. Also überhaupt nicht, nicht mal ein bisschen. Wenn wir hier alle Themen durchdiskutieren würden, säßen wir noch bestimmt ein paar Tage hier. Deshalb, es geht im Prinzip nur um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ihr beide könnt euch jetzt einigen, wer als nächstes spricht. Ich wusste, dass es kommt. Ja, ist schön, okay. Ich fange jetzt keine Diskussion darüber an. Anderes Thema. Ich fand deinen Punkt sehr gut mit irgendwie Grundsatzprogramm und Wahlprogramm. Ich finde den nämlich auch extrem wichtig, obwohl ich eins weiter eben ansetzen würde, weil ich, also wenn ich mir jetzt diesen Antrag, an dem ich irgendwie mitgebastelt habe, angucke, dann ist der für mich immer noch so allgemein und grundsätzlich, dass das keine Sachen sind, die ich im Wahlprogramm so stehen haben will. Denn im Wahlprogramm will ich ganz konkret stehen haben, was haben wir vor, um irgendwie das Monopol- und Kartellrecht irgendwie ein bisschen konsequenter umzusetzen? Was genau haben wir vor, um irgendwie dieses Wirtschaftssystem wirklich ein bisschen menschenfreundlicher, sozialer zu gestalten und nicht nur, dass wir das tun wollen? Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr spannender innerparteilicher Diskurs, auf welcher Flughöhe wir da welche Schriften sehen. Und deswegen bin ich uns beiden ganz dankbar, dass wir den angestoßen haben, weil ich glaube, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Unstimmigkeiten. Ja, ich fände es viel spannender, mit euch zu diskutieren, deswegen... Ja, ich darf auch noch was sagen jetzt, genau. Genau. In den letzten Tagen hat mir eine Sache gezeigt, dass wir da wirklich auf dem richtigen Weg sind, nochmal darauf zurückzukommen, dass wir ja jetzt uns vor einigen Tagen abgesprochen haben, dass wir da jetzt an einem Strang ziehen wollen. Auf Twitter und auf diversen Mailinglisten von AGs ging die Diskussion los, nachdem der Antrag durchs Liquid gelaufen ist. Es lag sicherlich auch mit daran, dass wir auf den Begriff soziale Marktwirtschaft verzichtet haben, dass es so viel Zustimmung bekommen hat. Denn diverse Leute aus dem süddeutschen Raum haben mich dann auf Twitter versucht zu überzeugen, auf jeden Fall wieder soziale Marktwirtschaft reinzunehmen. Und was passierte? Die Diskussion ging sofort wieder los. Was ist denn damit überhaupt gemeint? So, und wir lassen ihn weiterhin raus, aus einem ganz einfachen Grund. Wir wollen diese Diskussion nicht im Nachgang führen müssen und einen Begriff da drin haben, der sehr umstritten ist mittlerweile, der auch teilweise als von Arbeitgeberseite als Kampfbegriff benutzt wird. Ich erinnere nur an die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, mit denen ich politisch nicht in einen Topf geworfen werden möchte. Die haben diesen Begriff nämlich leider erfolgreich. Wir hatten eben ein Lobby-Panel durch Lobby Kommunikation umdeuten können und dadurch ist er halt mittlerweile sehr umstritten. Wir möchten ihn nicht drin haben, wir lassen ihn weg, wir schreiben stattdessen direkt die Interpretation rein. Denn warum sollen wir das Buzzword reinschreiben, wenn wir auch die Interpretation gleich mitliefern können? So ersparen wir uns diese Diskussion, die wir jetzt auf Twitter hatten, die Sebastian Merz uns aufdrängen wollte, die möchten wir nicht haben. Und ich glaube, wenn wir auf diesen Begriff verzichten, sind wir auf dem richtigen Weg. Und jetzt seid ihr dran. Michael Ebner hat das Mikrofon. Ja, ich habe bisher 5 Wortmeldungen. Irgendwie war hier 1, 2, 3, 4, 5. So war das ungefähr. Wo kriegen wir, wer möchte denn, müsst ihr vorkommen fürs Mikro? Ah, ihr habt ein Mikro. Gebt mal da hinten in die Ecke, genau, das ist die 1. Super. Ich muss da Jan einfach zustimmen, weil soziale Marktwirtschaft... wurde ja als ein wirtschaftsprogrammatisches Konzept entworfen. Und dann später von Ludwig Erhard hat er das als Wettkampf, also als Konkurrenzbegriff zum Sozialismus halt mit übernommen. Das hat er auch sehr erfolgreich geschafft. Und das Problem, was ich an dem sogenannten Prinzip oder dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft sehe, ist, dass es auf Nationalstaaten, für Nationalstaaten gedacht worden sind. Wir haben aber im Rahmen der Globalisierung und der Europäischen Union, die eine supranationale Organisation ist, dieses Konzept ist veraltet. Und klar machen zum Ändern ist das für mich nicht. Das ist halt kein einheitliches Wirtschaftskonzept, kein volkswirtschaftliches Konzept mehr, was man auf die heutige Zeit so anwenden kann. Und dann muss ich auch sagen, weil das in dieser Einleitung mit drin steht in dem Antrag von Laura, das ist halt das Humanismus. Wenn man halt reinschaut beim Humanismus, der Humanismus stellt, also erstmal, dass es ein gewaltiges philosophisches Feld ist, der Humanismus stellt auch die Frage nach die Eigentumsfrage. Und
da ist einfach der Alternativantrag in dieser Hinsicht genauer, weil wir bekennen uns zum Eigentum auch. Und also der Humanismus, das ist so ein bisschen so, als ob man so das Ganze ein bisschen schlau klingen lassen möchte, ein bisschen philosophisch. Das finde ich, das kann ruhig raus. Und wie, also gerade die soziale Marktwirtschaft ist so ein Ding, was als Konzept, als volkswirtschaftliches Konzept ziemlich veraltet ist, meiner Ansicht nach. Und dann kommen dann noch Sachen zusammen, wie was wir vorhin hatten, der Antragsteller, der mit der Staatsverschuldung reingesprochen hat. Der hat halt, da kam dann gleich die Wortmeldung, wir können uns nicht bei so einem komplexen Thema so stark gegen Staatsverschuldung aussprechen, weil das muss man halt genau abwägen. Da gibt es verschiedene volkswirtschaftliche Konzepte. Wird abgelehnt. Das sind jede Menge. Dann der Ökologieabsatz, der ist extrem gering. Das ist halt so eine Frage, warum ist der so gering? Das ist eine der wesentlichen Fragen für die Entwicklung eines volkswirtschaftlichen Programms, weil das ja nur ein Grundsatz, es geht ja nur um die Grundsatzdiskussion. Das ist, wollte ich als Kommentar mal abgeben dazu. Vielen Dank, dann geht es weiter mit mir. Also wenn ihr keine direkten Fragen stellt an die Menschen, die hier oben sitzen, sind das einfach nur Statements, die ihr gerade abgibt. Okay, ich habe aber tatsächlich Frage, und zwar habt ihr vorhin, also es geht jetzt alles in die Richtung, dass ihr angekündigt habt, ihr wollt irgendwie zusammenarbeiten oder euch bemühen, das in einen großen Antrag einfließen zu lassen. Meine erste Frage geht in die Richtung, besteht da nicht so ein bisschen die Gefahr der Weichspülerei? Also Tom hat zwar gesagt, dass eure Anträge jetzt nicht so grundsätzlich unterschiedlich voneinander sind, aber eben schon teilweise in andere Richtungen gehen oder andere Schwerpunkte setzen. Ich weiß jetzt nicht, wie vielversprechend das ist, wirklich diese Anträge zusammenzuwerfen in einen Antrag und ob das überhaupt geht und machbar ist. Falls ja, ich weiß nicht, ist das so wünschenswert? Also wäre es nicht vielleicht cooler, dem Parteitag die Möglichkeit zu geben, sich tatsächlich differenzierter zu positionieren und sich tatsächlich zu überlegen, ob sie eher auf der Seite oder auf der Seite stehen wollen, anstatt zu sagen, hier haben wir was, wo sich alle zusammenfinden, aber eigentlich wird nichts richtig Konkretes mehr ausgesagt. Das andere Ding, zwei andere Sachen sind, das eine, was mir noch ziemlich unklar ist, wie das jetzt funktionieren soll, einige Anträge sind ja eher so Gesamtanträge, wo alles auf einmal drinsteht und andere sind so aus Modulen zusammengesetzt. Ist jetzt nicht so relevant für diese Diskussion, aber zum Beispiel für mich, aus Blick von einer zukünftigen möglichen Versammlungsleitung für diesen Parteitag, finde ich das extrem verwirrend. Wie soll das funktionieren, diese Anträge gegeneinander abzustimmen, wenn dann irgendwie ein Gesamtantrag ist, ein anderer sagt so, ja, es geht in so eine ähnliche Richtung, aber wir haben ja auch noch Module und die haben dann auch noch Konkurrenzmodule, aber die können vielleicht auch als Unterteil in einen anderen Eintrag eingehen oder so. Das ist dann vielleicht ein bisschen verwirrend oder kompliziert. Und meine letzte Frage ist so ein bisschen, wie ist denn eigentlich der Stand des Zusammenschreibens? Also ich weiß, dass ihr euch neulich irgendwie getroffen habt. Ist das vielversprechend? Was wird da passieren? In welche Richtung geht's? Vielen Dank. Ich würde gerne hier im Namen des Finanzenhaushalts-Steuern-Squad dann antworten, weil der das initiiert hat, dieses Treffen Montag, dass da die Idee war, dass man das mittels eines verschiedener komplexer Liquid-Feedback-Anträge macht, dass man sozusagen das genauso macht mit diesem Modul, dass man genau abstimmt, also dass man nicht einen runterschreibt und den dann ins Liquid Feedback packt, sondern wirklich einen komplexen Liquid Feedback Antrag. Erst vielleicht in Berlin, dann durchs Bundesliquid und so das entwickelt, auch mit der Basis zusammen entwickelt, mit uns allen zusammen, dass auch aus allen möglichen Bereichen von Menschen, die Wirtschafts-Know-how haben, Ideen mit einfließen und dass wir daraus dann was schaffen, was wirklich auch dem entspricht, was wir, unsere Ansprüche an uns selber, weil das ist das Problem momentan, dass leider die Anträge auch aufgrund der Zeitknappheit nicht den Ansprüchen gerecht werden, die wir an uns selber haben. Das heißt, wir können nicht 100% sagen, ja, das ist es. Und ich denke, dass wir da auch nicht uns dann so unter Druck setzen sollten, zu sagen, wir müssen das durchpeitschen in Bochum, sondern wir wollen tatsächlich, wir haben auch ein Treffen im Dezember, das ist schon fix angesetzt. Da werden wir uns einen Tag oder zwei einschließen und nicht rausgehen, bevor wir nicht irgendwas haben. Das ist zumindest der Plan. Jan, wollt ihr noch was dazu sagen? Ja, also Neni hat jetzt schon viel gesagt zu dem, was wir am Montag besprochen haben. Also im Dezember setzen wir uns zusammen. Wir werden das auf Landesebene erstmal ausarbeiten und zwar im Liquid Feedback. Also eine Sache ist ganz klar, ich werde nichts mittragen, was nicht vor dem Bundesparteitag noch das Liquid läuft. Und das geht nicht mehr vernünftig. Deswegen machen wir das im Dezember nach dem Bundesparteitag. Gerade so ein wichtiges Thema muss durchs Liquid und nach Möglichkeit als komplexe Initiative. Jetzt ist das Problem, dass es nach meinem Wissen im Bundesliquid keine komplexe Initiative mehr gibt. Martin, kannst du das bestätigen aus dem Kopf? Gibt es im Bundesliquid das Regelwerk komplexe Initiative, Martin?
Gibt es nicht. Es gibt es aber dieses Regelwerk noch im Berliner Liquid. Deswegen machen wir das im Berliner Liquid, damit das auch mit unserem Tool erarbeitet werden kann. So, und danach gehen wir dann damit auf die Bundesebene. Das ist der Plan bis jetzt. So, und die andere Sache ist die Befürchtung von Miriam, dass das weichgespült wird. Also wir haben mehrere Leute dabei, die darauf achten werden, dass es nicht weichgespült wird. Denn da habe ich auch keine Lust drauf, dass wir da so einen Konsensbrei kriegen, der im Endeffekt nichts mehr aussagt. Das bringt uns nicht weiter und das werden wir auch nicht tun. Gut. Gibt es mal ein großes Indianer-Ehrenwort? Die Nummer 3 kann sich schon mal um das... du warst 4, glaube ich. Ich glaube, du warst 3, ne? Genau, super. Die Nummer 3 hat schon das Mikro. Jetzt sagt noch Laura kurz was dazu und dann ist die Nummer 3 dran. Ja, ich sage ganz kurz noch was dazu. Ich habe vorhin schon ein bisschen, wenn es so ein Anti-Amerikanismus kommt, den finde ich ganz schwierig und ähnlich... finde ich aber auch schwierig irgendwie zu sagen, wir hier in Berlin, so toll ich Berlin, so toll ich diesen Landesverband finde, machen jetzt das Bundesprogramm und gucken dann, was der Rest dazu sagt. Stichwort soziale Marktwirtschaft, das steht in diesem Antrag mit drin, weil ich den Antrag mit vielen Leuten aus anderen Bundesländern geschrieben habe und wir halt in der Diskussion eher die Tendenz dazu hatten, den drin zu lassen. Wir haben gerade noch ein Meinungsbild im Liquid auch dazu laufen. Aber ich finde schon wichtig, dass wir auch von Anfang an den Dialog über Landesgrenzen hinaus führen und hoffe, dass wir das auch in diese gemeinsame Initiative noch einbringen. Weiter geht's jetzt. Ja, Rolf mein Name von den Obernauten. Ich finde die Überlegung von Jan völlig richtig, weil es wirklich erstmal um grundsätzliche Fragen geht. Ich meine, so weit wie Eigentum ja zum einen, auf der anderen Seite Monopole abschaffen wollen, ist die Frage, wie passt das zusammen? Oder ist nicht freie Selbstbestimmung und Lohnarbeit, ist da nicht auch ein gewisser Widerspruch? Also da geht es wirklich um Grundsatzfragen, wo wir uns Zeit nehmen sollten. Und das, was Laura als Flughöhe bezeichnet hat, ist für mich mehr Stochern im Nebel. Zur sozialen Marktwirtschaft wurde schon was gesagt. Dann sind Äußerungen drin zu den 4 Freiheiten in der europäischen Binnenwirtschaft, die hat so ähnlich hatte Frau Merkel gestern auch formuliert zum Nobelpreis. Also das bringt uns meiner Meinung nach nicht weiter. Das hat nichts mit klarem Piratenprofil zu tun. Und mich würde interessieren, ob diejenigen, die jetzt, also ihr, die auf dem Podium sitzen, ob ihr auch dafür seid. Ich fände es nämlich auch gut, wenn wir sozusagen in Bochum bestimmte Kernaussagen vielleicht auch anhand von Modulen treffen und ansonsten uns wirklich die Zeit nehmen, was Ordentliches zustande zu bringen. War das eine konkrete Frage, ja? Wollt ihr darauf antworten? Ja. Also erstmal ist das genau das, was geplant ist. Wir ziehen die jetzt auch nicht zurück, denn es kann immer noch sein, dass irgendjemand aus Süddeutschland auf die Idee kommt, oh, es wird ja jetzt leider gestreamt, oh, jetzt hat es jeder gehört. Dass jemand aus Süddeutschland noch auf die Idee kommt, irgendeinen eher marktliberalen Antrag einzubringen. Und da möchte ich dann ehrlich gesagt nicht ohne Rüstung dastehen. Das ist das Erste. Das Zweite zu Lauras Einwand. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn wir das hier in Berlin ausarbeiten, weil ich der Meinung bin, der Berliner Landesverband ist der Vordenkerverband der Piratenpartei. Und ich finde auch, dass wir bei so einem Thema auch mit dem Besten, was wir leisten können, zum nächsten Bundesparteitag nach Bayern reisen können und das da zur Abstimmung stellen. Das sehe ich überhaupt gar kein Problem. Ine möchte auch noch sagen. Ja, also ich denke, es macht vor allen Dingen deswegen Sinn, weil die meisten Antragsteller momentan auch aus Berlin kommen. Und es, glaube ich, wichtig ist, dass wir uns hier erstmal zusammenraufen und zusammensetzen und sagen, wozu jeder sein eigenes Ding machen, wir sind alle in einer Partei, wir sind alle Piraten, wir wollen alle das, im Grunde das Gleiche, wir reden eigentlich alle von den gleichen Dingen, vielleicht in anderen Worten, die Ziele sind ähnlich oder zumindest sehr ähnlich auch und insofern macht das absolut Sinn mit dem Berliner Liquid und da sehe ich überhaupt gar keine Probleme, dass auch andere Leute noch ihre Ideen mit einbringen können aus anderen Bundesländern, das haben wir auch sehr gerne und wollen wir natürlich auch, das wollen wir auch fördern. Was Jan auch gemeint hat, also wir haben auch beschlossen, dass wir auf dem Bundesparteitag in Bochum tatsächlich auch ein Plädoyer dafür halten werden, zu sagen, bitte stimmt nichts ab, gebt uns die Chance, das nochmal zu überarbeiten und wartet den nächsten Parteitag ab. Und ich denke, wenn wir das gut rüberbringen und das richtig ankommt, so wie wir das auch meinen, dann ist das auch genau der richtige Weg jetzt für uns alle. Ja, ich möchte zwei Themen aufgreifen. Einmal zum Duktus.
Ich fand es toll, dass der Thomas den Unterschied zwischen den Anträgen in der Weise herausgearbeitet hat, mit einem gewissen Vorwurf, dass es Polemik gibt und dann gibt es sachliche Anträge. Ich habe das so nicht erkannt und ich fände es auch falsch, wenn eine Partei nicht mit einer Leidenschaft in diese Diskussion hineingeht. Worum geht es bei dem Thema? Bei dem Thema geht es darum, aufzuräumen mit einer Lüge. Soziale Marktwirtschaft, kann man da heute wirklich noch drüber reden? Wo wir alle darüber wissen, dass es eine sich verschärfende Kluft zwischen Arm und Reich gibt. Also insofern ist dieser Begriff so belastet und so falsch. Er öffnet sozusagen ein Bild, was wir Piraten eigentlich nicht weiterentwickeln sollten. Dieses Bild muss verworfen werden. Und die Frage ist doch, ob ein Titel Wirtschaftspolitik wirklich eine Aussage ist. Ich denke, es ist keine Aussage. Insofern möchte ich euch bitten oder uns alle gemeinsam bitten, darüber nachzudenken, einen anderen Begriff, einen zeitgemäßen Begriff, einen Begriff zu finden, der mit den Piraten was zu tun hat. Also er muss bereits, dieser Titel ist ein Aufmacher, um sich überhaupt mit den weiteren Aussagen zu beschäftigen. Er muss bereits eine ganz, ganz klare Botschaft transportieren. Und wenn wir das in der Kürze der Zeit nicht schaffen, dann teile ich das, was der Kollege, der Urbanaut, gesagt hat. Nehmen wir uns bitte etwas mehr Zeit, weil es wichtig ist, jetzt was zu tun, was natürlich auch längere Zeit hält und nicht wieder beim nächsten Parteitag verworfen werden muss. Und ich fände es gut, wenn wir auf dem Parteitag eine Streitdebatte darüber haben, mit welchen Begrifflichkeiten wir antreten wollen. Und dann gibt es die weitere Deklination von Unterbegriffen zu diesem Begriff Wirtschaftspolitik. So, bevor wir die Frage beantworten, möchte ich noch kurz ansagen, die 40 Minuten sind um. Ich würde gerne noch alle, denen ich zumindest eine Nummer gegeben habe, mit dran nehmen, wenn das okay ist, vom Zeitablauf, dann würden wir ein bisschen überziehen. Ja, gut. Ich möchte kurz nochmal soziale Marktwirtschaft ansprechen. Ich habe neulich einen Blogpost darüber geschrieben, dass wir uns bitte weniger um Worthülsen streiten sollten als um Inhalte. Aus letzterem Grund finde ich total schön, dass wir da eine Diskussion angestoßen haben. Ich möchte aber nochmal einen Satz aus diesem Programmantrag vorlesen. Eine Wirtschaftsordnung, bei der ein Teil der Gesellschaft trotz gesamtgesellschaftlichen Wohlstands in Armut lebt, ist keine soziale Marktwirtschaft. Also es gibt keinen Antrag, zumindest kenne ich keinen, für diesen Bundesparteitag, der die soziale Marktwirtschaft, so wie sie irgendwann mal geplant war und so wie sie momentan sich ausgestaltet, befürwortet etc. Nur mal, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es da Missverständnisse gibt. Also ich sehe den Begriff auch als sehr schwierig, vor allen Dingen, weil die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ihn eigentlich im Grunde für alle Zeiten jetzt erstmal ruiniert hat. Ich glaube, da braucht man nicht. Sag noch bitte deinen Namen kurz. Ja. Rainer. Rainer, wir haben diesen Begriff längst. Steht in unserem Antrag drin und der heißt Plattformneutralität. Und daran leitet sich dieses gesamte verlängerte Präambel, die wir haben, ab. Und das ist im Endeffekt ja auch das, was wir jetzt Piraten in anderen Bereichen fordern. Warum versuchen wir nicht aus diesem Anspruch, also zum Beispiel Netzneutralität, beim BGE taucht das auf, warum versuchen wir nicht diesen Begriff konkret und vollständig auf den Bereich Wirtschaftspolitik anzuwenden? Das ist die Herausforderung aus meiner Sicht. Ich glaube, da kommen wir weiter, weil das ist ein Begriff, der ist nicht besetzt. Den können wir glaubwürdig vertreten. Er beschreibt das, was wir im Kern wollen, eigentlich in allen Bereichen. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt. Besser als irgendwas wie ökologische Marktwirtschaft oder was es da noch alles für Wortneuschöpfungen gibt. Thomas möchte gerne noch was sagen. Gleich in zwei. Ja, also es ist extrem wichtig, dass gerade wenn wir Begriffe benutzen, die sehr viel mit einschließen oder eventuell schon konnotiert sind oder eine relativ starke Vorgeschichte haben, dass man die dann ganz, ganz genau definiert und sagt, was bedeutet dieser Begriff für uns. Und das ist auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum wir hier die Anträge nochmal irgendwie überarbeiten müssen, weil es in keinem Antrag meiner Meinung nach in ausreichendem Umfang passiert. Und gerade wenn man sagt, man verfasst es als Kampfschrift, was man ja gerne machen kann, dann muss man unbedingt noch viel stärker darauf achten, weil die sollte dann zumindest irgendwie das ausdrücken, was man auch sagen möchte und keinen Interpretationsspielraum mehr lassen. So, dann ist Martin dran. Martin? Ja, Thomas, das kann ich unterstützen. Also ich sehe auch,
Ich meine, ich finde es ein bisschen schade, dass hier über das Wort soziale Marktwirtschaft geredet wird und nicht über die Anträge. Also das ist ein bisschen das Problem. Deswegen habe ich auch ein paar Fragen gleich, die euch die Gelegenheit geben, hoffentlich ein Schlussstatement zu den Inhalten eurer Anträge zu machen. Was Thomas sagt, ist richtig, Plattformneutralität taugt nicht als Kampfbegriff, das ist nicht allgemein leicht verständlich, kannst du vergessen. Ich muss es auch öfter erklären in mehreren Zusammenhängen und das ist nicht selbsterklärend. Deswegen, ihr habt ja Programmanträge oder Grundsatzprogrammanträge geschrieben, die, das fand ich sehr schön, eine Handlungsempfehlung zum Beispiel für Mandatsträger oder Personen in der Öffentlichkeit geben soll oder auch für Antragsteller fürs Wahlprogramm, wie sie sich denn aufgrund dessen, was ihr so schreibt, mal verhalten sollen oder in welche Richtung das gehen soll. Es gibt ein paar konkrete Fragen, die jetzt auch in der Medienöffentlichkeit auftauchen, über die andere Parteien, die ja schon längst solche Grundsätze haben, gerade entscheiden, diskutieren. Die würde ich euch gerne mal überhelfen und dann fragen, nach euren Anträgen, Herr Löffelmacher, Sie stören mich. Das macht mir nichts. wie ihr spontan nach euren Anträgen und auf Grundlage eurer Anträge diese Fragen beantworten würdet. Ja? Zum Ersten, wie würdet ihr euch aufgrund eurer Anträge zum Thema Börsensteuer, internationale Finanztransaktionssteuer stellen? Was für Handlungsoptionen habt ihr beim Thema Schuldenschnitt, Maastricht-Verträge und so weiter? Also ich habe das ja vorhin schon genannt bei dem kurzen Intermezzo. Investitions- und Konjunkturpolitik, auf der anderen Seite die gerade aktuelle Rentenfrage. Ihr müsst nicht alles beantworten, ihr könnt euch was rausgreifen. Ich möchte nur gerne versuchen, an diesen konkreten Beispielen Unterschiede herauszuarbeiten. Und ganz spontan einen europäischen Länderfinanzausgleich. Ja, also wir müssen natürlich überlegen, welche Begriffe gut sind. Also klar, Plattform, das ist, muss den Bürger ja eingehen. Wir haben versucht, mit dem Begriff menschenwürdige Wirtschaftspolitik zu operieren. Dann sagen wir kooperative Marktwirtschaft, auch noch nicht so glücklich. Es ist ja nicht nur die Marktwirtschaft. Marktwirtschaft, Staat und der wachsende dritte Sektor, also Selbstorganisation, Genossenschaft, das ist ja doch ein bisschen zunehmend. Dafür müssen wir einen Oberbegriff finden. Da habe ich auch noch keinen glücklichen im Kopf. Transaktionssteuer ist selbstverständlich. Das hat schon Tobin schon vor 20 Jahren, der Nobelpreisträger, fordert. Das kommt er langsam auf EU-Ebene machen. Da können wir also eine Menge Geld kriegen. Schuldenschnitt, klar, wir müssen erstmal an Maastricht uns halten und versuchen, die Schulden also zu drücken. Rentenversicherung, Abschaffung der Riesterrente, das ist nur ein Geschäft für die Versicherungsindustrie. Und eine Rentenversicherung, wo alle reinkommen, Schweizer Modell, da zahlt man im Durchschnitt 8,4, Hälfte Arbeitgeber sowieso. Alle sind drin, auch der Millionär zahlt, wenn es zum Beispiel selbstständig ist, zahlt 8,4, laut Gesetz, ihr könnt das Gesetz jetzt vorlesen, 8,4% von seiner Million für Rentenversicherung. Das ist finanzierbar. Das Schweizer Modell funktioniert hervorragend. Da gibt es eine Mindestrente von 1.100, eine Höchstgrenze von 1.800 oder 2.000. Wer mehr haben will mit seinen Immobilien, mit sonst was, kann er ja machen, das Sahnehäubchen. Aber eine Grundsicherung für alle. Da gibt es also wirklich ein wunderbares Modell, was funktioniert. Ja, und europäische Länderausgleich haben wir indirekt schon, weil nämlich der Europäische Sozialfonds ja einteilt 100% oder wie Brandenburg nur 50% kriegen mehr Geld. Das sollten wir noch verstärken. Also ich bin dafür, dass wir so einen Länderfinanzausgleich machen, natürlich auch mit Hausaufgaben für die Länder, die sagen, hallo, nicht nur Geld kassieren und hinterher gibt es dann keine Sache, was habt ihr mit dem Geld für die Kläranlage auf Kreta gemacht? Ja, da gibt es en masse Beispiele von der Antikorruptionssache in Luxemburg, die sagt, hallo, ihr Gelder müsst ihr vernünftig machen. Da müssen wir ab und zu vielleicht mal nordische oder deutsche oder niederländische Beamte hinschicken, die daneben stehen und sagen, was macht ihr mit dem Geld der EU und nicht in irgendwelche Kanäle? Ja, also ich könnte jetzt auch einfach meine Meinung dazu sagen, wie ich einen Schuldenschnitt sehe oder so, aber das ist wenig hilfreich. Aus der Systematik unseres Antrags sind solche konkreten Fragen gar nicht zu beantworten. Das ist auch überhaupt nicht Sinn dieses Antrages, wie ich schon gesagt habe. Sinn ist, überhaupt erstmal grundsätzliche Fragen zu klären. Wie sehen wir Steuern? Also der Begriff Eigentum. Wie soll der Staat überhaupt eingreifen? Welches Menschenbild haben wir? Haben wir den Homo economicus? Wohl kaum. Das haben wir natürlich nicht. Das haben wir von Nene auch übernommen. Dieses kreative Menschenbild des Menschen, der sich entfalten möchte, auch in seiner Wirtschaftstätigkeit. Das ist ja auch Entfaltung. Und unser Antrag soll
eine Hilfestellung sein, überhaupt diese grundsätzlichen Fragen zu klären, damit dann, und das sagen wir auch ganz konkret in der Begründung, damit dann die AGs, die sich mit diesen spezifischen Fragen beschäftigen können, aus den grundsätzlichen Eckpunkten überhaupt Antworten finden können, die mehr sind als einfach nur eine Meinung. Denn wenn wir da keine konkreten Eckpunkte haben, an denen wir uns orientieren können für den zweiten Schritt, dann werden einfach nur Meinungen gegeneinander abgestimmt. Und das halte ich für wenig zielführend, ehrlich gesagt. Sehr gern. Du hast ja gesagt, wir müssen nicht auf alle antworten. Bei einigen gebe ich dir recht, gebe ich dir, Jan, recht. Grundsatzprogramm ist nicht dazu da, im Detail alles zu lösen. Es gibt allerdings zwei Punkte, die du angesprochen hast, wo ich finde, dass das Grundsatzprogramm genau die Richtung legen muss. Das ist einmal Thema Schuldenbremse. Da haben wir ein extra Kapitel zur Staatsverschuldung in diesem Antrag drinstehen, wo eben steht, dass das kein, dass man dieses Thema, wie viele andere, einfach nicht schwarz-weiß abhaken kann. Schulden sind nicht per se gut oder schlecht. Schulden sind manchmal sinnvoll vom Staat aufzunehmen, um damit andere Sachen zu finanzieren. Prinzipiell sollte man natürlich anstreben, einen halbwegs ausgeglichenen Haushalt zu haben. Deswegen haben wir drinstehen, dass wir uns keine unflexiblen Regeln auferlegen wollen, um den Handlungsspielraum nicht unnötig zu beschränken und gegebenenfalls Krisen zu verschärfen. Wir sehen gerade, dass eine Schuldenbremse in Griechenland alles andere als hilfreich ist. Der andere Punkt, europäischer Länderfinanzausgleich, finde ich ein total spannendes Thema. Es ist ein Grundsatzprogramm, deswegen haben wir da nicht drinstehen, wir wollen einen europäischen Länder- und Finanzausgleich. Aber wir haben in unserem Abschnitt zur Europapolitik stehen, dass wir uns klar zu Europa bekennen. Das ist nichts Neues, das haben wir aus ganz vielen anderen Programmen, gerade auch aus den AGs Europa genommen, aus der Potsdamer Konferenz. Und wir haben reingeschrieben, dass sich daraus logischerweise ergibt, dass wir bereit sind, als Partei wirtschafts- und finanzpolitische Verantwortung an europäische Institutionen zu übertragen. Ja, ich denke, das sollte eine Frage. Und ich muss hier nochmal reingrätschen, also irgendwie deutsche oder nordische Aufseher in Griechenland zur Hilfe zu stellen, ist für mich alles andere als ein Bekenntnis zu einem gleichberechtigten Europa und das möchte ich auch ungern in unserem Programm lesen. So, da ich ja schon bereits gesagt habe, unsere Module beziehen sich nur auf den Teilbereich, kann ich aber genau auf den Punkt, den du angesprochen hast, antworten, weil genau darum geht es uns. Es geht nämlich genau um diese Frage, wie können wir die Existenzsicherheit auch gerade für Menschen im Alter sichern, gerade im Zuge dieser aktuellen Diskussion um die Arm- und Reichschere und die angeblich drohende Altersarmut, die ja jetzt auch in den letzten Monaten sehr in den Medien war. Und genau deswegen haben wir unsere Anträge im Grunde genommen genau um dieses Thema herum gestaltet. Das sieht vielleicht auf den ersten Blick nicht so aus, aber insgesamt ist es ein abgeschlossener Bereich. Wir haben nämlich überlegt, es ist nicht nur so, dass wir die Rente umgestalten müssen. Wir wollen auch nicht weiter die privaten Rentenversicherungen fördern, weil wir das als indirekte Teilprivatisierung der Rente sehen. Und gerade im Hinblick auf die aktuellen Lage an den Finanzmärkten und die aktuelle Wirtschaftslage und auch die Finanzlage in Europa ist es meiner Meinung nach absolut nicht sinnvoll, auf eine kapitalgedeckte Vorsorge zu setzen und schon gar nicht den einzelnen Bürger damit allein zu lassen, im Sinne, dass er die ganze Last alleine zu tragen hat, die Arbeitgeber davon auszunehmen und diese Last sozusagen auf die Schultern des einzelnen Bürgers zu verteilen, weil das nämlich genau diese Arm- und Reichschere nur noch verstärken wird. Und unsere Ideen waren, wie kann man jetzt diese Politik, also die Rentenpolitik so ergänzen, dass wir auch mit Wirtschafts- und Sozialpolitik ein Gesamtmodell erschaffen können. Nämlich das Ding ist, dass es Möglichkeiten gibt, eine gesetzliche, umlagenfinanzierte gesetzliche Rentenversicherung durchaus zu stärken. Nämlich dadurch, dass der Anteil derer erhöht wird, die eben einzahlen. Und es hängt ja auch sehr stark nicht nur am demografischen Wandel, sondern auch an der Lohnentwicklung. Und genau da ist nämlich das Problem, dass die prekären Beschäftigungsverhältnisse in den letzten 15 Jahren extrem zugenommen haben. Wir sind hier in einem Bereich irgendwas zwischen 20% und 30%. Und dass man genau da ansetzen muss. Deswegen haben wir auch den Antrag mit der Stärkung der Binnenwirtschaft durch Lohnsteigerungen, mit den Mindestlöhnen. Wir haben elternfreundliche Betriebe, um die Möglichkeit für beide Elternteile neben der Elternschaft arbeiten zu gehen.
Wir wollen vermehrt in Bildung investieren, weil wir das als wirkliche Grundlage für die Zukunft sehen, um den Produktivitätszuwachs langfristig auch zu garantieren. Und noch einige andere Sachen, ich will das jetzt nicht zu weit ausführen, aber genau das ist das, was wir uns Gedanken gemacht haben. Und zwar richtig umfassend, also auf allen möglichen Ebenen. Und da würde eigentlich theoretisch auch die Frauenerwerbsquote noch mit reinfallen, weil die kann man nämlich, also das Arbeitsvolumen ist da auch, da ist auch noch Platz nach oben. Die letzte Frage ist von Miriam. Ja, ich habe doch noch mal eine Frage zu eurem geplanten Vorgehen. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Sehe ich das richtig, dass euer Plan ist, diese ganzen Anträge einzureichen zum Bundesparteitag, sich dann dahin zu gehen, sich hinzustellen und zu sagen, lieber Parteitag, bitte stimmt nicht über diese Anträge ab, sondern lehnt sie alle ab. Wir sind noch nicht fertig, aber wir wollen was ganz Tolles, noch viel Besseres machen. Dass aber, wenn ich es richtig verstanden habe, Jan sowas gesagt hat, wie wenn jetzt irgendein anderer, wo auch immer gelegener Landesverband mit einem Antrag kommt, der euch nicht in den Kram passt, dass ihr sagt, nee, aber dann müsst ihr natürlich doch eher für einen von unseren Anträgen stimmen, als für einen von denen, die da jetzt in so einem liberalen Kleidchen daherkommen. Und ehrlich gesagt, ich meine, wie realistisch schätzt ihr das ein, wenn da dieser Parteitag ist und da sitzen 2000 Piraten, die total nervös sind, weil sie das Gefühl haben, sie müssen endlich irgendwas zur Wirtschaft sagen. Glaubt ihr nicht, dass da vermutlich passieren wird, dass die Leute sagen, sie wollen lieber in einem schräg gemusterten Bademantel auf die Straße treten und sobald sie was Schöneres zum Anziehen finden, ziehen sie sich um? Also dass sie auf jeden Fall irgendwas abstimmen wollen, egal was. So, und dann, also ich meine, ist der Plan dann im Frühjahr auf dem nächsten Programmparteitag zu sagen, okay, wir haben was abgestimmt, das ist wahnsinnig unperfekt, da fehlen ganz viele Flecken und so, aber dann machen wir es noch schöner. Also erstmal irgendwas und dann was Besseres. So, dann muss der Antrag, der da angenommen wird, muss erstmal 2/3 kriegen. Wenn ich ehrlich sein soll, die Diskussion um die ganzen Wirtschaftsanträge zeigt, dass es überhaupt nicht sicher ist, ob überhaupt ein Antrag 2/3 kriegt. Darum bin ich gar nicht, habe ich gar keine Angst davor, dass irgendwie dann doch was beschlossen wird, weil ich einfach glaube, das Problem erlöst sich von selbst. Allein die Diskussion um die soziale Marktwirtschaft, ich meine, wir haben den in unserem Antrag nicht drin. Ich habe von diversen Leuten aus Süddeutschland, aus diversen Landesverbänden im Vorfeld mir deswegen Kritik anhören müssen. So, die werden wahrscheinlich dagegen sein, allein aus dem Grund. Weil Laura steht da drin, da werden wahrscheinlich die linken Landesverbände eher ein Problem mit haben. Ne? Und deswegen ist halt die Frage, gibt es überhaupt eine Zweidrittelmehrheit? Und, Also ich finde es auf jeden Fall einen guten Punkt. Und ich denke, vielleicht können wir uns da auch nochmal eine bessere Strategie überlegen, ob man die vielleicht dann auch einfach zurückzieht oder nicht erreicht. Ich weiß es nicht. Ich finde es jetzt momentan auch nicht so problematisch, weil ich denke, was Jan eben sagt, mit dem, dass wahrscheinlich momentan auch keiner durchkommt, was auch wahrscheinlich im Moment das Beste ist. Und also mir ist es persönlich hauptsächlich wichtig, dass wir uns jetzt zusammensetzen alle und da wirklich mal was Vernünftiges, also nicht, dass das jetzt, ist ja nicht ganz schlecht, aber es ist eben verbesserungsfähig und ich denke, wir haben halt einen sehr hohen Qualitätsanspruch an uns selber und ich denke, wir sind ja nicht hier irgendwie ein Verein oder so, der das irgendwie auf lokaler Ebene macht, wir sind eine bundesweite Partei, die in übernächstes Jahr in Europa antreten wird. Ich denke, wir haben da schon einen Anspruch, dem wir gerecht werden müssen auch. Ich denke halt auch, dass wir da dann uns auch vielleicht alle hinstellen sollten und sagen sollten, okay Leute, ihr wollt gerne was haben, woher kommt das? Das kommt natürlich durch die Presse, weil wir tausendmal einen Artikel lesen durften, oh, die Piraten haben noch nichts im Wirtschaftsprogramm, das liest man nicht so gerne, also möchte man dann irgendwie was im Wirtschaftsprogramm haben. Gleichzeitig haben wir die ganze Zeit gelesen, naja, wir arbeiten da irgendwie unter Hochdruck dran. Und dann finde ich, ist das umso mehr ein Punkt zu sagen, wir nehmen jetzt nichts an von diesen Anträgen, weil wenn wir irgendwie die ganze Zeit sagen, ja okay, gibt uns noch Zeit, wir arbeiten unter Hochdruck dran und dann kommen Anträge, hinter denen wir nicht mal selbst stehen wirklich, ich glaube, das fliegt uns komplett um die Ohren und zwar auch berechtigt. Es haben sich jetzt noch ganz viele Leute gemeldet, also immer mal wieder. Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt nicht noch alle dran nehmen kann, weil wir echt schon eine ganze Ecke überziehen. Ich hoffe, es war... Macht doch nichts. Also mir brennt noch was richtig auf der Seele. Seid ihr damit einverstanden, dass Johannes jetzt, was ihm noch auf der Seele brennt, noch sagt? Das wäre ganz gut, nett. Dann kann Johannes noch sagen. Ich bin Miriam da extrem dankbar. Mir ist regelrecht schwarz geworden gerade bei der Vorstellung. Ich möchte da jetzt, also, dass wir in Bochum es nicht hinkriegen, irgendwas ins Grundsatzprogramm zu schreiben. Also irgendwas ist nicht irgendwas, sondern eine Richtung hinzukriegen, wo es hingeht. Weil wir wollen wir wollen ein Wahlprogramm auch noch machen. Und wir brauchen Zeit zum Parteitag 2013, um auf der Grundlage, die wir in Bochum hoffentlich ins Grundsatzprogramm schreiben. Und wenn es nur ein Minimalkonsens ist,
Wahlprogramm zu schreiben. Wir, bei der Sozialpolitik haben wir es hingekriegt, all die Begriffe rauszulassen. Wir haben nicht Grundeinkommen, wir haben nicht irgendwas reingeschrieben, sondern wir haben nur beschrieben, was wir uns als Piraten wünschen. Wir wünschen uns eine, damals war es ein Recht auf sichere Existenz und Teilhabe. Und in dieser Form, wenn es nur zwei Abse sind, wir wollen eine Wirtschaft, die, und da soll weder der Begriff Plattformneutralität als Kampfbegriff definiert werden, noch soziale Marktwirtschaft, das kann alles später das Wahlprogramm machen, so wie beim Grundeinkommen dann das Wahlprogramm was definiert. Aber wir haben momentan einen extremen Machtkampf in dieser Partei, wo es wirtschaftspolitisch hingeht. Und ich möchte ein bisschen aus der die Bundesebene sich dann nochmal reintun. Wir in Berlin streiten um Details vielleicht. Aber ich glaube, wir können es schaffen, einen Wirtschaftsgrundsatzprogramm ins Parteiprogramm zu heben. Und also ein bisschen polemisch zu sagen, ich werde in diesem Machtkampf ein bisschen symbolisiert und instrumentalisiert im Moment. Wenn ihr wollt, dass es diesen Bundesvorstand zerreißt, Beginn 2013, dann sagt auf dem Parteitag, wir sollen nichts ins Wirtschaftsprogramm, ins Grundsatzprogramm reinschreiben. Weil wir müssen das momentan bundespolitisch aushalten, diese extremen Spannungen, die vielleicht in Berlin nicht so zu spüren sind. Also 4 Wochen sind Zeit, um, na gut, bis zur Antragseinreichungsfrist nicht mehr, aber bitte versucht es, wenn irgend möglich ist, nicht etwas Schlechtes, aber versucht es bitte, ob es möglich ist, einen Konsens, in welche Richtung es gehen soll, ins Grundsatzprogramm zu schreiben. Du hast gerade einen Begriff genannt, der hieß, wir wünschen uns. Wir können uns ganz viele Anträge wünschen, die sind aber nicht geschrieben worden. Es sind nur die geschrieben worden, die bis jetzt im Antragsportal stehen oder die noch reingestellt werden. Und ich persönlich wünsche mir nicht, dass da ein Antrag beschlossen wird, der nicht durchs Liquid Feedback gelaufen ist. Weil dafür bin ich nicht in diese Partei eingetreten. Da kann ich auch zur SPD gehen. So. Bevor wir jetzt in... Die Stühle sind... Mir brennt auch noch was auf dem Herzen, auch wenn ich nicht politischer Geschäftsführer der Piratenpartei Deutschland bin. Stellt eure Anträge, lasst die abstimmen. Und wenn ihr danach... Ja, also diese Diskussion ist doch sinnlos. Also wenn ihr danach weiter diskutieren wollt und einen besseren Antrag vorbringt beim nächsten Mal und fürs Wahlprogramm, ist auch gut. Stellt eure einfach eure Anträge und lasst die abstimmen. Fertig. Ja, so. Danke Martin, danke Johannes. Ihr habt verschiedene Meinungen dazu, ihr kennt aber auch die Antragsteller und ihr könnt euch ja nochmal an die persönlich wenden und sagen und mit denen sprechen. Ich hoffe, dass das auch vielleicht nochmal in der Gruppe geht und ich bedanke mich herzlich für alle eure Wortbeiträge, für alle Menschen hier auf dem Podium und ja, ich denke, jetzt ist Mittagspause, habe ich recht? Jetzt ist Mittagspause. Applaus